Ich nahm das Drehbuch mir vor, schlug ein Entfahr durch das Dickicht, durch ein Labyrinth von Worten der verlorenen Seele. Sie passte auf wie ein Luchs, voll Todesangst um ihr Baby. Was soll das? Ich dachte, wir kürzen den Sklavenmarkt. Kürzen? Mich? Man will sie nicht in jeder Szene sehen. Doch. Die Leute wollen mich sehen, was sonst. Deshalb kommen sie ja. Norma. Norma! Legen Sie es zurück. Ich kam gar nicht mehr heraus. Stark mit dem Fuß schon im Treibsand. Dies würde Wochen dauern. Nur mit Kürzen war es nicht getan. Das Haus war immer so still. Nur ich und Max und die Augen. Niemand kam und niemand rief jemals an. Und zu entspannen gab stets ein und dasselbe Programm. Max, was sehen wir heute? Bitte nicht wieder eins von ihren Tränenrahmen. Heute Abend sehen wir Madame's berühmtes Opus, Satyre und Schandals. Gott, nicht schon wieder. Kein Kunstwerk büßt den Reiz wie ein. Kein Star will dir. Ich hatte Angst, sie stürzt ins Nichts. Sie roch